Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Among Us. Ich habe mal Signalfarbe grün genommen, in der Hoffnung, ich falle mehr auf, weil ich in der letzten Runde irgendwie, oder den letzten Runden eigentlich nie aufgefallen bin. Und ja, Giftgrün ist eigentlich jetzt nicht so meins, aber hey, ist egal. Mache ich jetzt mal. Warum laufe ich jetzt hier eigentlich so straight runter? Sven, Maxi? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, ich habe mich auch, wer die Mittwochsfolge gesehen hat, da war ich ja ein bisschen piss. Ich habe mich auch bei den anderen nochmal entschuldigt. Denen kam das nicht so rüber, dass ich piss bin. Na, ist ja gut. Dann war ich noch euch gegenüber piss. Aber irgendwie verständlich, oder? Man kann es ja verstehen. Weißt du, du denkst so, hä, ich mache doch alles genau richtig. Und, ne? Wenn du verstehst. Also es wird kaum Lights gespielt. Das liest schon mal Dalu und dadurch aus, weil die leiten, was das Zeug hält. Ist zwar jetzt natürlich ein bisschen Meter, aber... Oh. Kackt. Nein! Warum? Ey, ich bin so dumm, ne? Ich will mal es ganz schnell machen und macht es eigentlich nur falsch. So. Okay, bis jetzt sehe ich noch keinen Toten. Noch kein Toten, 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 Toten. Ich bin irgendwie völlig allein, was nicht unbedingt hilfreich ist. Seismic, 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 Seismic. Geh mal hoch. Ich warte mal hier. So, das ist schon eins von zwei, dann gehen wir mal. Keiner zum Nachgucken. Es kommt keiner zum Nachgucken. Es kommt keiner zum Nachgucken. Ist interessant. Ich geh nochmal hier hoch, ob hier oben was liegt. Aber wahrscheinlich nicht. Ja. Ey, da sind doch bestimmt schon Kills passiert. Das Maxi Sepp dadurch. Okay, da ist nichts passiert. Dadurch. Ah, geh weg! Ah, okay, das sind. Ah, jetzt passiert eh wieder so ein Stack-Kill oder so. Das Sepp. Leck mich am Arsch! Komm, Alter, lange oh, Alter, drei Leute schon. Nee. Also. Mike und Kalle liegen beide unten in Admin rein. Wer ist Spezimen gewesen? Das sagt jetzt natürlich keiner. Das ist richtig. Gut. Dalu, wo bist du am Anfang hingegangen? Bist du Spezimen gegangen? Nee, ich bin nicht Spezimen gegangen. Ich habe oben Rakete und Knopf gedrückt. Bin dann nach unten links O2 gegangen. Wasserflasche auffüllen. Jetzt würde ich zum Admin-Table gehen. Und als am Ende Runde Licht ausging, stand ich da. Dann kam Raimi entgegen. Dann bin ich erstmal direkt zur Seite gehüpft. Dalu? Yeah. Ich habe eine wichtige Frage noch, weil ich die Sachen gefunden habe. Was? Ich habe dich gar nicht gesehen. Wo warst an der Leitstür. Kann jemand Dizzy irgendwie bestätigen? Okay. Mit an Lights. Ja, ich mit Ray, Dizzy und kam aber gerade aus dem Lab raus. Dadurch war genau, das weiß noch, ich oder? Nicht. Was war ich? Wann denn bei jetzt den am Ende also bei jetzt Lights, nicht die Lights, sondern nein, vorher. Nicht. Da bist schon mal vorher, also der Kill von das war Stabilizer davor. Das war Stabilisierer, genau. Sven und Kalle ist schon bestimmt eine Minute her. Ich bin über die Leichen drüber gelaufen, weil gerade da im Spezimen einer war. Ich bin dem straight hinterher gelaufen, war nicht schnell genug, aber Dizzy ist der Erste, den ich gesehen hat halt in den Labs. Deswegen die Frage, wo war Dizzy vorher die ganze Zeit? Kann irgendwer ihn bestätigen? Irgendwer? Ich war am Anfang der Runde ziemlich lange in den Labs und da war niemand. Dalu, du warst doch Labs, ne? Und hast gesagt, du warst da Rakete und dann noch ein Knopf oder so, ne? Ja, das ist aber zum Anfang der Runde. Also ungefähr ja, aber warum, 15 Sekunden. Warum standest du dann, warum standst du denn dann Medic? Medic? Medbay, das Scanning. Ja, ich stand nicht drauf. Ich habe nur geguckt, dass Kalle hatte das gemacht. Ich habe nur geguckt. Ich stand ja nicht drauf. Du bist ja dazugekommen. Ich habe ihn noch bei seinen Tasks beobachtet. Also ich halte Maxi und Sepp für relativ safe. Also ich habe weil ich in den Camps war. Relativ ey, safe, ich war oben. Ich war oben. In, okay. Du warst oben. Nee, ich sag, ich war oben in Met und habe meine Sachen da gemacht, bin runtergelaufen, nicht runter rüber gelaufen, war und war jetzt am Ende mit Electrical. Okay, ich glaube, Dalu und Dizzy könnten Probleme machen. Ich glaube ja auch. Aber müssen auch, mich die meisten Leute gesehen ist. Haben. Am Ende ja. Ich glaube auch, dass es Dalu irgendwie ist. Oder dadurch wieder. Schwierig. Ich war ziemlich lange alleine. Das ist super schwierig. Jay, Dalu. Oh Gott, jetzt muss man aufpassen. Bisschen Schiss. Dalu und Jay, dadurch. Maxi wartet.
Ja, doch, ich habe eine Task. Dadurch läuft mir keiner entgegen. Bin halt dann wieder alleine jetzt. Das ist das Dizzy. Kommt er mir entgegen? Kommt er mir entgegen? Nee. Ups, ich habe die Task hier. Ah, schwierig. Die müssen sich gegenseitig decken. Ich versuche mal tatsächlich mich zu decken, indem ich mich nicht durch andere decke. Klingt zwar jetzt komisch, aber. Ah, schwierig. Schwierig. Wieder Lights. Okay, ich versuche mal unten durchzugehen. Okay, das Sepp. Sepp macht dicht. Sehr gut. Dizzy. Warum? Er liegt in Decontamination und ist halt toter Maxi drin gewesen. Der ist gerade noch vor mir da reingegangen. Ray. Und die untere oder obere? Obere. Ray, please. Ich bin gerade aus dem Basement hochgekommen und stand an der Tür. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Ich bin hochgelaufen. Dizzy war Admin. Vorher mit mir im Admin. Er war vorher mit mir im Admin. Ich bin hochgelaufen. Also wirklich, Jay, I'm sorry. Aber okay, das heißt, Ray ist runtergekommen. Was ich? Warum ich? Da muss ja Ray. Wo ist denn Ray dann hergekommen? Ray? Ist Ray dir entgegengekommen? Hä, ich bin doch gar nicht im Deko. Ich bin bei O2 gewesen ziemlich lang. Da war ich Electric bei Lights und das muss Sepp auch. Easy. Du warst Ray? Ja gerade da an der Tür. Ich hab doch Ray gar nicht gesagt. Ich hab Jay gesagt. Jay gesagt. Ich hab Ray verstanden. Ich hab auch Ray verstanden. Aber nee, Dizzy stand mit mir am. Also ich stand am Admin-Table und Dizzy ist an mir vorbei ins Basement gelaufen. Kann das irgendwer bestätigen? Nee. Du weißt, dass ich Admin war. Weil du an dem Lavabecken standest. Ja, wo ist denn aber Ray jetzt? Ich hab Dizzy nirgendwo gesehen. Ray ist Lights. Ich war jetzt gerade noch dort. Lights mit Sepp. Ray, okay. Warum hast du die Lights nicht also, angemacht? Moment, die anderen. Ich lass immer die anderen machen. Also dann müsste. Okay, Dizzy, immer so. Dizzy, Mama, ja. Wer ist dir entgegengekommen? Weil der Killer müsste dir entgegengekommen sein. Bei mir ist keiner entgegengekommen. Also, wer ist der Killer? Jay, ich stand an der Tür, an dieser Kontaminierungstür. Genau. Auf der anderen Seite habe ich irgendwen gesehen. Genau. Aber mir ist keiner entgegengekommen. Dizzy und Dalu decken sich die ganze Zeit. Nein, in dem Fall ist es safe dadurch, weil Jay mich hat an dem Lavabecken gesehen. Du hast mich gesehen. Und ja, das mag sein, aber du deckst doch gerade Dizzy einfach. Also ich habe Dizzy die ganze Zeit, ich habe Dizzy doch schon in der ersten Runde Table an mir vorbeigelaufen. Das ist das übliche Gegenrennen, was Dalu macht. Du musst wahrscheinlich safe reporten, weil Dizzy von unten kam. Warum hast du das nicht angemacht? Du musst es safe. Weil wenn wir beide machen, dann machen ist die Gefahr ist da. Ich hab keine Danke. Ja, das ist ganz glaube, kurz, Sepp, wenn wir es beide machen, dann ist die Gefahr da, dass wir uns gegenseitig die Schalter ausmachen. Deswegen lasse ich jemand den anderen machen. Gevotet, weil das könnte eine super krasse Jay-Runde sein als Imposter. Könnte, aber dann verdient. Jetzt muss ich Specimen gehen. Ich denke mal, dass es ja, Dadosh oder Dalu ist es, ey. Ich glaube nicht, dass es Jay ist, oder? Ist es Jay? Wenn es Jay ist, wäre krass. Ein bisschen habe ich Schiss. Seismic. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es Dadosh oder Dalu. Die sind für mich beide gerade ein Riesenfreise. Warum läuft Zepter weg? Das habe ich nicht kapiert. Dalu hat gerade Dadosh vor meinen Augen gekillt. Ja, also ja. Dadosh ist es nicht. Wieso soll ich den denn von deinen Augen auch nicht? Ich bin gerade in den Labs reingelaufen, weil ich dich gesehen habe. Ich stehe oben Seismic. Links am Seismic. Nee. Und es steht eins von zwei oben an den Händen. Warte mal, du stehst oben links am Seismic, ja, Dalu. Das ist gut, komisch. Hochgepokert. Aber warte mal, Ray, wo stehst denn du? Oben links am Seismic. Ey, Dalu, ich glaube, schwarz sieht man auch Ray, oben links am Seismic. Aber Dalu habt ihr auch gesehen, ne? Lustigerweise stand ich wirklich oben links am Seismic und bin dann erst rüber gewendet. Also ich war der Erste da war keiner. Okay. Also die Leiche ist noch gefallen. Und ich hab dich noch gesehen, wie das D-Halu weggelaufen ist. So, dankeschön. Jay ermittelt hier eiskalt. Jay, nice. Ja, nur weil Dizzy dir reingelaufen ist, leider. Dalu, ich habe eine Frage. Ja, was denn? Wolltest du am Anfang einfach nur mein Vertrauen haben, um mich dann irgendwann... Ja, ich wollte die Runde mit dir spielen. Ich wollte eine komplette Kalle-Runde haben, wo du... Geil, Giftgrün funktioniert, ich werde gesehen. Du hast mich nur getötet, weil Nils von deinem... Ja, okay, genau, safe. Genau, ich wollte dich nicht killen an der Stelle, aber Nils hat einen gekillt. Ja, okay, nice. Stark, Jay. Sehr gut, Jay.
Ja, gut, aber das mit Dizzy also war wirklich halt auch, Pech einfach. Wer ist denn, also Dizzy ist dann über Spezimen hochgegangen. Ja, ich war nicht angekommen. Wo war also denn Dalu? Ja, ich bin von Admin hochgewendet, als Licht aus war, wollte einen in eurer Gruppe killen und wieder runterwenden. Und dann sehe ich, wie Nils halt hochkommt. Ich habe noch einmal gewackelt, dass er nicht hochgehen soll. Nein. Das war mir so sicher, weil ich einfach nichts gemacht habe. Und ich habe halt wirklich nichts gemacht. Also das, was wir gemacht haben, war wirklich, also ich stand mit Nils am Admin-Tisch, ich bin in den Vent rein, hochgegangen, eingekillt, wieder runter. Ich wäre halt safe tot gewesen, wenn mir einer ins Spezimen entgegengekommen wäre. Ich bin halt über zwei Leichen gelaufen und habe einfach aufgeschissen zu reporten. Also ich habe dich an der Tür gesehen, dass du, ich dachte, oh, da reportet einer nicht. Und ich wollte so lange mit dir wegrennen, dass mein Killcooler wieder runter war. Ich bin lachend mit offenen Armen in Dalukats Messer gelaufen. Dalu hat auch einen sehr aufgeregten Herzschlag. Also. Sam, das hast du mitbekommen, warum ich nicht die Lichts gemacht habe, oder? Ich habe nicht mitbekommen, also du hast gesagt, du möchtest es nicht machen oder so? Du hast Ding ist, wenn da mehrere oder einer schon ist, also du bist ja ein bisschen vor mir gelaufen, dann ist ja die Gefahr, wenn wir beide an den Schalter rumdrücken, dass wir gegenseitig die Schalter uns immer wieder ausmachen. Du standest rechts vom Schrank in der Umzäunung. Ich dachte, er versteckt sich da und hat jetzt einen angelassen oder was, aber du kamst später dazu oder was? Ja, ich war halt einen Schritt hinter dir oder sowas. Ah, okay, dann habe ich dich aber nicht gesehen. Okay. Ich dachte, du ständest da schon und hättest einfach, also deshalb warst du für mich irgendwie ein bisschen sus, weil einfach aber, einen auslassen und dann, weil ich musste nur einen Hebel umändern. Das war super strange. Ich dachte so, macht der alle fertig bis auf einen und wartet, dass einer kommt oder was? Ja. Nee, manchmal gibt es halt. Das ist, wie viele Imposter möchtest du sein? Ja. Aber auch wieder Dizzy und Dalu, ne? Ihr könnt euch wieder nach rechts stellen, damit ihr Imposter werden wollt. Also die Runde war schon spezial, aber wir hätten die auch durchgekriegt, wenn ich dann hochgelaufen. 10 Sekunden oder so? Ja. Lass dich selber mal wieder rein. Alles gut. Ich hatte Dalu in den ersten 10 Sekunden, aber das war... Ich hatte Dizzy. Warum hattest du mich in den ersten 10 Sekunden? Für was? Ich sag doch, dein Herzschlag hat dich verraten. Ach so, Quatsch. Das Ding ist auch, ich stand oben beim Medbay auf der Plattform und ich sag so, Dalu steht bei mir. Okay, also entweder werden wir beste Freunde oder er sticht mich gleich ab. Nee, ich wollte dich bis zum Ende leben halten. Das fand ich halt auch komisch. Dalu sagst so, yo, er war oben im Lab und hat nicht Medbay erwähnt. Nee, ich hab ja auch Medbay nicht gemacht. Ja, aber du standest super lange ja neben Kalle. Ja, aber ich habe ja gesagt, welche Tasks ich gemacht habe. Ich hätte ihn gehabt. Ich bin übrigens jede Runde sus, weil ich nie ein Alibi habe, by the way. Schon seitdem wir spielen. Nee, du weißt, warum du sus warst für mich. Ich hab du bist ein bisschen anti drauf. Irgendjemand hat auch in der ersten Runde auch. Ich bin immer alleine unterwegs, Kalle. Ich bin wirklich... Lass doch mal zusammenlaufen. Ich will nicht mit euch zusammenlaufen. Dizzy, komm, ich nehme dich mal an die Hand und dann... Komm, Dizzy. Abfahrt! Aber ich verstehe die. Bei mir ist ja genauso. Ich bin auch nicht so dieser Hand in Hand durch die Gegend lauf Mensch. Ist auch gar kein Schlüssel, sehe ich gerade. Wenn ich jetzt tot bin, bin ich tot. Aber es gab schon länger keine. Okay, ich jinx es gerade übelst. Es gab schon länger keine Runde mehr, wo ich richtig früh tot war. Wollte ich gerade mal noch so sagen. Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht gepingst. Natürlich ist es Seismic. Will ich überhaupt zu Seismic gehen? Das ist eigentlich sowieso, ich werde jetzt sterben, oder? Ich hab's gechinkst, ich muss sterben. Das ist Maxi. Das ist Dadosh, okay. Das ist Maxi, okay. Ich hau ab. Ah, ist schon wieder die scheiß Download-Task. Nein, Dalu, du hast mich am... Das war so klar. Ich hab's gesehen, dass er unten reingeht, das war so klar. Oh, Ray und Sven. Ich hab's gesehen. Oh mein Leute, der arme Sven. Sven liegt vor Lifelines und die Tür war auch zu. Ich verdächtige für diese Runde an den Kill an Ray Dalukat. Der Grund ist, weil ich Reaktor ausgemacht habe. Ich bin dann links einmal kurz reingegangen in Elektrik da quasi. Bin dann wieder raus. Ray kam hingegen und der Einzige, der in der Nähe war, von mir gesehen. Von Wolf habe ich niemanden gesehen. Weil ich habe dich ja auch gesehen. Richtung Security-Raum quasi, in diese Richtung. Und der Einzige, der halt noch da stand, war Dalu und er ist nach oben links. Und das heißt, der Kill ist nur ein paar Sekunden alt, wenn du ihn gerade erst gesehen hast. Ja. Du stand ja am Maze. Ja, also der muss passiert sein, nachdem ich an dir vorbeigelaufen bin. Ach scheiße, ich bin nur nicht in den Kameraraum gelaufen. Ach Mann, das wär vielleicht nicht schlecht gewesen. Also ich bin gerade in den Camps und ich habe gesehen, wie Dadosh in den Raum reingeht und dann die Loot-Leiche findet. Und er hat ihn nicht getötet. Ich bin gerade vor 5 Sekunden in die Camps gegangen und habe ich gesehen, dass Dadosh in den Raum reingekommen ist.
Die liegt doch vor, vor Lifeline, oder? Ja, aber ja, von aber wo bist du an die Camps gekommen? Wie, an die Camps? Von, ja, von welcher Richtung? Von welchem Weg? Achso, ich bin vom rechten Dings, also wo diese Säulen, diese ne, wo du die Hand drauf machen musst, bin ich dann direkt rüber. Was? Also ich stand da drunter und hab aber refueled. Moment, die Leiche, Ray ist ja auch tot diese Runde und er muss tot sein irgendwo links. Also bei dir Richtung Security. Ich war nie links. Ja, aber du bist an der Camp. Hä? Ja, aber da bin ich doch straight up hin. Ja, die ist nicht. Ja, aber da muss ich mal kurz. Adosch, du bist. Also du hast ja da oben links ausgemacht in Stabilizer, ne? Dass ich eine Leiche gesehen habe. Ja, genau, und da bist du mir entgegengekommen mit Ray. Aber wo war denn Khaled? Er muss ja von rechts direkt dann rübergegangen sein. Ja, das hat er ja gesagt anscheinend. Aber I don't know, ich bin super verwirrt gerade. Hä, was ist das Problem? Also ich habe übrigens dann auf der linken Seite wirklich niemanden gesehen. Auch weder Kalle noch Ray. Also ich war alleine auf der linken Seite. Jay ermittelt diese Runde nicht. Ich war ein Knutsche im Spezimen. Ja, die beiden Imposter, hä? Habt ihr ein bisschen Angst, oder was? Hey, Dadosch hat sich selbst gewotet. Dadosch hat er sogar recht mit Dalu direkt. Aber ich glaube, da von dem Plan ist er jetzt wieder ein bisschen abgewichen. Also ich muss ja Tasks machen. Ich hab's gechinkt, ich hätte nicht das Maul halten sollen, dann hätte ich auch länger gelebt. Oh Mann. Egal, also wir wissen schon mal, dass es Dalu ist. Der andere habe ich jetzt noch nicht so rausgehört. Ich denke mal, der andere ist, keine Ahnung. Das ging aber schnell. Alarm! Könnt ihr mal aufhören hier? Ey, wer hat mein Alibi getötet? Ey, okay. Mike, du Schwein. Du brauchst gar nicht anfangen zu argumentieren. Du stehst direkt neben mir. Jay hat mir den Arsch gedeckt. Und du Lümmel tötest ihn. Mike kann es nicht sein. Mike war mit mir Labs vorhin, den Anfang. Das Mike war die ganze Zeit oben bei mir. Lass uns mal kurz reden über den Kill jetzt. Ja, genau. Ich habe jetzt reported. Ich bin am zweiten Maze gewesen, hat Kalle mich beobachtet. Dann ging Licht aus. Ich habe mich am supergeilen Stein versteckt, den großen. Kalle ist an mir vorbeigedüst. Ich dachte, ich gehe nochmal zurück. Und am Lavasee liegt eine Leiche. Ich habe sie aber erst relativ spät reported, weil ich halt eigentlich zu Lifelines wollte. Lizzie, warum verdächtigst du mich? Weil du direkt neben in meinem Lichtkegel standst. Und du bist der Einzige, den ich gesehen habe. Okay. Ja. Also ich bin gerade auch rausgelaufen aus Office und wollte auch reporten, Dalu war schneller. Das heißt, Dalu, du und ich stehen da. Sepp und Max, wo seid ihr? Und Kalle. Nein, Kalle nicht. Kalle ist hoch. Wenn er nicht zurückgekommen ist, dann dürfte er da nicht. Also wir standen ja relativ lange bei Lifeline, dann bin ich zum Lava-Ding, hab Temperatur gemacht, wollte ich jetzt zum Licht gehen. Ja. Sepp, ich bin am Maze vor Lights gerade. Ich bin dann zu Lights gegangen. Also es musste jetzt jemand gewotet werden, weil sonst gibt's einen Double Kill. Korrekt. Also. Und ich konnte nicht instant reporten. Mike, konntest du, als du aus der Tür rauskamst, schon den Button drücken? Oder musstest du noch einen Schritt nach rechts gehen? Habe ich aber nicht, weil ich noch in der Karte drin war. Also habe ich eine Sekunde oder zwei. Ja, dann liegt das Ding direkt am Lavabecken. Genau, also direkt da, wo Kalle Lava gemacht hat. Weil beim Rausgehen habe ich auch gesehen, dass Kalle Lava gemacht hat. Ja, ich glaube nicht, dass Dizzy seinen Kollegen töten würde aus der Runde davor. Aber ich habe eher den Verdacht auf Dalu. Ich glaube, du bist es, Dalu. Ich würde ganz gekonnt Mike sagen. Wenn Dizzy Mike gesehen hat, würde ich Mike Dadosch aufnehmen, weil er halt gesehen hat. Ja, aber Dadosch hasst mich immer und hat keine Ahnung aber von du warst Spiel. Mike war doch am Anfang. Leute, wieso votet ihr denn nicht auf Dalu, wenn Dadosch ihn sasst und ich jetzt auch? Wieso votet ihr dann mich? Wenn ihr beide sagt, ich war nicht da. Mehrheit. Ich musste mit der Mehrheit gehen. Das war dumm. Das verstehe ich aber auch nicht. Da hat Mike dann schon recht. Weil Dadosch hat ihn übelst verdächtigt, also Dalu. Und Mike verdächtigt ihn jetzt auch. Nicht einfach so, sondern er hat ja schon mit Argumenten. Und das verstehe ich jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt. Was alle jetzt... Wer war der andere? Ich hab's gewusst! Oh, Maxi! Sorry, Dadosch, für den... Du blöde Sau! Warum bin ich da bitte, Leute? Ja, du warst bei... Also, du warst halt schon durch und ich konnte halt nix... Also Dizzy hat sofort... Ich konnte nix, das passt. Er hat dich halt gesehen. Ja, du warst der Einzige, den man sehen konnte. Aber Dalu war ja auch da. Ich hab aber Mike eigentlich am Anfang immer noch das Alibi gegeben. Aber das hat mich keine Sau interessiert. Selbst weil die ersten beiden Kills wurden von einer Person gemacht. Ja, tatsächlich. Ich glaube, in solchen Situationen ist das... Du bei 50-50 eher raus? Nein, Maxi, Entschuldigung. Mike, das Ding ist...
wenn einer reinschreit, so nach nach 15 Sekunden, wir müssen jemanden voten, und dann einfach Dalu die Initiative ergreift, sagt, ja, wir gehen mit Mike, und ich glaube, irgendjemand hat es vorher auch noch gesagt, dann ist es halt so ein Mehrheitsding. Ich glaube, Sepp und ich haben einfach nur gevotet wegen der Mehrheit. So. Aber ich habe Dalu gerufen. Also vielleicht kann man es nicht Mike durch, aber... Ja, aber dann war halt der andere lauter. Ich war mir nicht sicher genug für irgendwen, und alle anderen haben dann schon gevotet gehabt, und dann war die Runde so, davor, cool. Ne? Der Killer als Kalle in den Camps stand. Ich hab, hat dadurch auch Dalu gesusst. Hat er gesagt, ja, aber nur, weil er gedacht hat, ich bin... Aber ich hab den Kill in den Camps ja nicht gesehen, sondern genau, nur die Leiche. Genau, auch kein Kill in den Camps. Ja, na, also, das ist ja nicht relevant. Das war super... Der Fakt ist ja, dass dadurch Dalu susst, oder? Das ist ja, also Sass war ja da. So, das war nicht. Aber nicht super eindeutig, also... Ja, aber wenn ich dann Dalu austasse, zweimal... Und dann selber fliegen. Die Imposter-Runde von Dardosh und Jay habe ich auch gesagt, das ist Dardosh in der ersten Runde, da hat auch keiner Dardosh rausgeholt. Aber das stimmt. Also wenn wir danach gehen, können wir ja alle in der ersten Runde irgendwen zassen. Ja, genau. Ich habe auch noch eine Frage. Ist das irgendwie das Orange oder die Mütze? Ey, du kannst doch nicht am Anfang nach Lifelines gehen. So. Ja, mein Ziel war, doch, als erstes Jay zu töten. Dann dachte ich, guck am Abend-Table, wer wo ist, und dann steht Sven schon wieder da am Geiern an dem Automaten. Ja, ich wollte was gucken. Ja, und ich wollte gucken, ob das zweimal funktioniert oder ob das eine Lack war. Nein, das ist eine, das funktioniert, deswegen. Ja, okay. Hast du die Runde noch oder ist fertig? Ist fertig. Ich glaube, das muss fertig sein, ne? Ja. Okay. Wahnsinn, wie Dann war das Speedrun tatsächlich. Ich habe es gechinkst, als ich frisch hier habe, aber an sich glaube ich, ist Giftgrün auf jeden Fall mehr auffällig als Weiß. Schade, ich finde, Weiß ist so die Unschuld. Auch wenn ich sehr oft nicht unschuldig bin, aber es ist egal, es geht ums Prinzip. Ja, ich hoffe, trotzdem hat euch trotzdem gefallen. Ja, ist immer schwierig, ne, wenn man tot ist oder so als Zuschauer hat man immer eine andere Sicht, wenn man dann selber in der Runde ist. Also ich verstehe schon, dass sie Mike gewotet haben und nicht Dalu. Und auch die Argumentation deswegen. Ja, man darf das nicht zu tryhardig sehen. Gerade in der Gruppe nicht, so Among Us, ein bisschen Spaß haben und so. Deswegen, ich habe ja auch schon gesagt, am Mittwoch, wo ich ein bisschen aggro war, habe ich ja schon entschuldigt, habe ich gesagt, vergeben. Also mir selber vergeben. Den anderen kann ich ja nicht böse sein in dem Sinne. Wenn sie mich nicht sehen, sehen sie mich halt nicht. Ich kann sie ja nicht dazu zwingen, mich zu sehen. Sei es drum, ich laber hier übelst viel Bullshit am Ende. Checkt einfach die anderen Sichten aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich wünsche dir ein wunderschönes, fantastisches Wochenende. Wir sehen uns in einer der nächsten Ausgaben wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao!